Hallo und herzlich willkommen, liebe Let's Play-Schauer und Abonnenten. Heute möchte ich euch, ja, okay, jetzt dieses Video soll jetzt kein Let's Play-Video sein, sondern im Gegensatz zu den anderen, die natürlich wieder heute Nacht folgen werden. Also ich lade grundsätzlich deswegen nachts hoch, weil da brauche ich das Internet nicht so unbedingt für andere Zwecke. Und von daher stört es mich dann am wenigsten, wenn der Upload bei YouTube die andere Möglichkeiten im Internet ziemlich auslastet, sage ich jetzt mal. Und ja, was ich sagen wollte ist, dieses Video ist als ein Dank gedacht, und zwar an alle, die meinen Kanal schauen, insbesondere aber derer, die oder an die Abonnenten von meinem Kanal sind. Und ja, gewissermaßen ist es ein Jubiläumsvideo, weil ja, ich habe vor kurzem meinen 10. Abonnenten hinzugewonnen, sage ich jetzt mal. Und naja, es ist auch in anderer Hinsicht eine Art Jubiläum, nicht wirklich ein Jubiläum, aber ein anderer Anlass noch. Ich habe heute Geburtstag und das ist der 38. bei mir, und also sprich, ich bin 38 geworden. Und ja, da dachte ich, ich mache mal ein Video. Ja, was nicht unbedingt ein Let's Play ist. In Bezug auf andere Alternativen zu meinen Let's Plays möchte ich noch ankündigen, in ein paar Monaten werde ich ein bisschen auch auf meine Wurzeln zurückgehen, also die Anfänge, wie ich oder die Art von Videos, die ich früher hochgeladen habe. Und zwar zu einem virtuellen 3D-Modell möchte ich noch ein Video dann hochladen in ein paar Monaten. Ist im Moment noch dramatisch in der Bearbeitung. Leider läuft dieses 3D-Modelling-Programm nur auf meinem alten XP-Rechner, und wie soll ich sagen, pro Sekunde Video, also sprich 30 Frames, braucht der in etwa einen Tag im Durchschnitt, und von daher dauert es eben eine entsprechende Weile, bis ich da eine ausreichende Anzahl an Teilvideos zusammengestellt habe, um da ein komplettes Video draus zu machen. Das ist also, was ich schon ankündigen kann, ist, ich weiß nicht, ob ihr meine älteren Videos schon geschaut habt. Jedenfalls ist das, was ich da als nächstes da machen werde. Ja, ich gucke hier mal rüber zu diesem zweiten Monitor, auf dem der alte Computer gerade rendert wie ein Irrer. ja, jedenfalls ist das ja, zu so einem Raumschiffmodell, die Kommandobrücke, beziehungsweise das Kommandobrückenmodul, wo die ganzen Nebenräume ebenfalls mit bei sind in der Brückenführung, sag ich mal. Also das Video wird so eine Art Rundgang auf dieser Kommandobrücke sein. Diese Brücke ist komplett neu erstellt. Also in meinen ältesten oder mitältesten Videos war da noch das ältere Modell. Das war so mehr kantiger in vieler Hinsicht. Ich meine, ich muss sagen, ich bin auch nicht vollkommen glücklich mit dem neuen Modell, aber es ist um Längen besser als das von früher. In vieler Hinsicht. Ja, lasst euch überraschen, was das angeht, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, ihr müsst es ja nicht schauen. es ist halt einfach nur so eine Art, weiß nicht, also wenn es absichtlich auf Star Trek bezogen wäre, würde ich sagen, es ist ein Fanprojekt. Ansonsten würde ich sagen, es ist mehr ein Hobby von mir. Genauso wie eigentlich die Let's Plays an sich ja auch ein Hobby sind. ja, zu den Let's Play-Projekten ist es so, dass eben, dass ich auf jeden Fall erst einmal mit Command & Conquer Renegade und Batman Arkham Origins weitermachen werde. In gewohnter Qualität, zumindest was die ja, die Aufnahme angeht, die ich von Batman Arkham Origins weiter hochlade, und die nächste Aufnahme, die ich eben auch bei Command & Conquer Renegade mache. Leider hatte ich ja da ein kleines Problem bei der letzten Aufnahme, weil irgendwie hatte da Fraps den Mikrofonton mit aufgenommen, aber das seht ihr ja immer am Anfang von den Videos. Es wird leider noch bis Folge 27 so bleiben. Leider ist ja da der Speicherplatz, nee, die, nicht, nee,
Wie auch immer. Jedenfalls da, wo es gespeichert wird, ist leider überschrieben worden. Von daher, ja, was soll's. Schwierig ist, nochmal neu zu machen. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, vielen Dank für eure Treue, für euer Interesse an die entsprechenden Abos. Ich hoffe mal, es werden irgendwann noch mehr, weil, okay, jeder fängt mal klein an. Von daher bin ich schon froh über die 10 Abonnenten. Und ja, vielen Dank für eure Treue, für euren Spaß, für eure Freude an meinem Videokanal. Und ja, ich hoffe mal, die bleibt euch erhalten. Und ja, wir sehen dann weiter, wenn es irgendwann soweit ist, dass die gegenwärtigen Projekte durchgespielt sind. Vielleicht mache ich da noch ein anderes Let's Play zu der Command & Conquer-Reihe. Muss ich mal schauen. Die anderen sind ja mehr so Baustrategie. Also meine Lieblingsspiele wären da höchstens noch dann, wie soll ich sagen, Generals und Stunde Null. Die älteren Spiele sind so mehr, wie soll ich sagen, da ist die KI von den Spielfiguren nicht so grandios, sage ich mal. Also ich habe da mal ein älteres versucht. Das war auch irgendwas mit Tiberium und ganz ehrlich, die haben da blöd rumgestanden und sich abknallen lassen, wenn man denen einen ganz klaren Befehl gegeben hat. Ich meine, wie blöd müssen die eigentlich sein, ja? Also von daher, das ist nicht so mein Fall. Ansonsten, ich hätte auch noch Tomb Raider da, vor allem die älteren Spiele, bis hin zu, ich glaube, irgendwas war da, Underworld oder so ähnlich, keine Ahnung. Jedenfalls 1 bis 4 habe ich, Anniversary habe ich und ja, wird sich schon zeigen, ne? Ansonsten eben auch noch ein paar andere Spiele, sage ich jetzt mal. Need for Speed Underground 2 hatten wir schon. Wie auch immer, wird sich schon was zeigen. Bis dahin sind es ja noch einige Monate. Ich hoffe mal auch, dass Kang seinen Weg zu Batman Arkham Origins weitermacht, weil ich finde, es ist echt klasse. Also es ist nicht so ein Wettstreit, sondern dadurch, dass es eben nicht so linear ist im Spielverlauf. Haben wir eben die Möglichkeit, das alternativ zu machen zueinander. Und andererseits ist es natürlich auch schon daher alternativ, dass ich das auf dem Computer spiele und Krang auf der PlayStation. Und ja, also ich würde ihn auf jeden Fall auch weiterempfehlen. Also der ist ein echt guter Let's Player, aber okay. Ja. Und ich hoffe mal, wie gesagt, also ihr habt weiterhin bei mir Spaß an meinen Videos und achso, was ich auch ab und zu mal ganz gerne spiele, aber dann auch gleich stundenweise, ist Minecraft. Ich habe da jetzt noch keine Let's Play-Videos zu gemacht, weil, wie soll ich sagen, ich denke, es gibt genug davon an Let's Playern, die das machen und man muss den Markt nicht davon übersättigen. Aber falls ihr doch so einen eigenen Weg von mir sehen wollt, mache ich den gern. Ich muss dazu sagen, ich spiele eigentlich recht ungern auf etwas anderes als friedlich. Weil wenn ich das spiele, für mich ist das so ein Bauspiel, ja, also Kreativität an erster Stelle. Ja. Dann spiele ich es deswegen und nicht, weil ich da gegen irgendwelche Creepers, Zombies oder sonst was kämpfen will. Und von daher, ja, wenn ihr wollt, dass ich das mache, dann gebt mir Bescheid. Kommentare kann man ja immer mal geben. Und ja, ich denke mal, ich habe schon ziemlich lange gequatscht. Also na, zum Abschluss, vielen Dank für eure Treue, für eure Abos, für alle Daumen hochs, für alle Kommentare, vielleicht auch Verbesserungswünsche. Auf jeden Fall für euren Spaß an meinen Let's Plays und überhaupt meinem YouTube-Kanal. Alles klar und ich hoffe, man sieht sich in Form von Kommentaren und so weiter und so fort. Ciao!